Wie viel Verantwortung gibst du dir selbst? Hallo, ich bin Marco für AuthenticGermanLearning.com und heute möchte ich mit dir darüber reden, wie viel Verantwortung du dir selbst gibst. Ja? Bei vielen Leuten ist es so, dass sie sehr wenig Verantwortung akzeptieren. Ja? Also es gibt oft solche inneren Gedanken, die wir haben, ja, dass wir, wenn uns etwas passiert, sagen, mir ist das und das passiert. Ja, mir ist das und das passiert. Ja, ich hatte Pech und dann ist es mir passiert, dass ich meinen Job verloren habe oder dass ich Geld verloren habe oder dass ich was gibt es da noch, was einem so passieren kann? Also es gibt verschiedene Dinge, ja, die einem so passieren kann im Leben. Und es gibt eine bestimmte Art, wie wir darüber nachdenken. Und die Menschen denken auch unterschiedlich über diese Dinge nach. Ja, die einen sagen, ich habe das gemacht oder ich habe so gehandelt, dass das und das passiert ist. Andere sagen, ja, das ist mir passiert. Ja, das ist einfach passiert. Und es ist erstaunlich, wie viele Menschen Letzteres sagen. Ja, es ist erstaunlich, wie viele Menschen die zweite Strategie wählen. Ja, viele Leute reden so. Viele Leute reden so, dass sie sagen, ja, mir ist das und das passiert. Und damit geben sie ganz viel Verantwortung ab. Ich denke, 99% der Dinge, die in deinem Leben passieren, 99% der Dinge, da hast du eine Verantwortung. Ja, du bist nicht schuld und es ist nicht deine Schuld, wenn dir etwas Schlechtes passiert, aber du hast Verantwortung in dem Sinne, dass du am meisten tun kannst, um diese Dinge zu verändern. Du bist derjenige, der am meisten tun kann, um Risiken vorzubeugen und all sowas. Und ich denke, je mehr man Verantwortung übernimmt, je mehr man sagt, okay, alles, was mit mir passiert, ist meine Verantwortung. Ja? Selbst wenn man dann vielleicht zu viel Antwort übernimmt, ja? Dann je mehr man das macht, desto mehr kann man auch sein Leben lenken. Ja? Je mehr Verantwortung ich übernehme, desto mehr kann ich mein Leben lenken. Und das ist nicht immer ganz einfach, Verantwortung zu übernehmen. Und natürlich, man ist nicht für alles verantwortlich, aber ich denke, man sollte eher den Fehler machen, zu viel Verantwortung zu übernehmen, als zu wenig. Weil viele Leute zu wenig Verantwortung übernehmen oder weil es auch schwer ist, Verantwortung zu übernehmen. Ja? Wichtig ist bloß, dass man nicht sagt, okay, ich bin schuld, dass das und das passiert ist. Ach, Schuld, wer interessiert sich für Schuld? Ja? Schuld ist Vergangenheit. Ja? Verantwortung ist, in die Zukunft zu schauen. Ja? Wo habe ich jetzt Verantwortung? Ja? Was kann ich jetzt tun, um meine Zukunft besser zu gestalten? Ja? Und viele Leute geben sich auch zu viel Schuld, denke ich. Ja? Weil Schuld und Verantwortung sind zwei verschiedene Sachen. Ja? Wenn du Verantwortung hast, dann kannst du natürlich auch mehr Schuld haben. Aber ich denke, nur weil du Verantwortung übernimmst und etwas nicht klappt, hast du nicht Schuld in dem Sinne. Ja? Also nicht im moralischen Sinne. Ja, weil viele Dinge, die wir machen, sind gar nicht moralisch, sondern es gibt andere Arten, wie man darüber reden kann. Wenn ich jetzt etwas ausprobiere und ich bin nicht erfolgreich, ja, ich versuche ein Unternehmen zu gründen und ich scheitere oder so, dann habe ich keine Schuld im moralischen Sinne. Ich hatte einfach nur keinen Erfolg. Ja? Kein Erfolg haben heißt nicht, Schuld zu haben. Das heißt nur, ich habe etwas probiert und es hat nicht geklappt. Ja? Ja, also
wie viel Verantwortung gibst du dir selbst? Das ist die Frage von heute und ja, vielleicht ist es für dich hilfreich, darüber nachzudenken und dir zu überlegen, wie du über die Dinge nachdenkst, die mit dir passieren. Ja? Wie denkst du über Ereignisse nach? Und versuche, möglichst viel Verantwortung zu nehmen. Versuche, möglichst es zu bemerken, wenn du so denkst, ja? Wenn du so passiv denkst, ja? Als ob du keine Verantwortung hast. Ja? Ich hoffe, das war hilfreich. Und wir sehen uns morgen. Tschüss.